Nummer 10 und 11. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte mein Fahrrad reparieren lassen. Ich weiß aber nicht, ob es sich noch lohnt. Es ist ziemlich alt. Mal sehen. Ja, das stimmt. Wichtig wären mir Vorderlicht und Bremse. Das muss funktionieren. Okay, das können wir machen. Morgen Abend können Sie Ihr Rad abholen. Und, das ist ja unser Service, Sie können sich hier ein anderes Rad aussuchen, das Sie in der Zwischenzeit, also bis morgen Abend, benutzen können. Das kostet Sie nichts. Super, ganz toll. Sagen Sie, verkaufen Sie eigentlich auch neue Räder und nehmen Sie alte Räder in Zahlung? Nein, tut mir leid. Das machen wir nicht mehr. Das lohnt sich für uns nicht. Aber gehen Sie doch mal zum Fahrradservice in der Gartenstraße. Ich glaube, die haben interessante Angebote. Nummer 12 und 13. Hallo, Herr Wagner. Hallo, Frau Scholz. Ich habe eine große Bitte. Wir fahren nächste Woche in den Urlaub. Könnten Sie dann nach unserer Post gucken und bei uns die Blumen gießen? Kein Problem. Ich finde, Nachbarn sollten sich immer helfen. Wie lange sind Sie weg? Bis Sonntagabend. Also, am Wochenende bin ich auch nicht da. Aber die Blumen muss man ja nicht täglich gießen, oder? Nein, nein. So heiß ist es nicht. Vielleicht zweimal die Woche. Und mit der Post? Erwarten Sie etwas Wichtiges? Dann kann ich Sie im Urlaub anrufen, wenn Sie mir eine Telefonnummer geben. Ach, was soll schon kommen? Meistens sind das ja sowieso nur Rechnungen. Das kann warten. Wichtig ist nur, dass der Briefkasten nicht zu voll wird. Nummer 14 und 15. Guten Tag. Ich komme gerade von meinem Arzt und habe hier ein Rezept. Guten Tag, einen Moment bitte. Das Medikament haben wir im Augenblick nicht hier. Wir müssen es bestellen. Heute um 14 Uhr ist es da. Gut, dann komme ich später noch einmal vorbei. Wie viel muss ich zahlen? Einen Moment. Das Medikament ist gebührenfrei. Ist ja toll. Ich dachte, man muss immer eine Rezeptgebühr bezahlen. Im Prinzip stimmt das, aber es gibt auch ein paar Arzneimittel, die gebührenfrei sind. Haben Sie noch einen Wunsch? Ja, ich brauche noch eine Zahnbürste. Schauen Sie da hinten. Wir haben eine große Auswahl. Nummer 16 und 17. Hallo, Herr Braun. Kommen Sie heute Abend auch auf die Betriebsversammlung? Nein, leider kann ich nicht. Schade. Es wird sicher interessant. Diskutiert wird unter anderem die Urlaubsplanung, die Pausenregelung und wie es mit Fahrgeld aussieht. Ach ja, das Jobticket. Das ist natürlich sehr wichtig. Überlegen Sie es sich doch noch einmal. Mal sehen. Ich habe heute Abend eigentlich einen Termin mit dem Nachhilfelehrer von Tobias, aber vielleicht kann ich den auch verschieben. Das wäre gut. Es wäre schon wichtig, wenn so viele Kollegen wie möglich anwesend sein könnten. Ende von Teil 3.